Und wir sind wieder da bei Grim Fandango. Ja. In der letzten Folge hatten wir fast gedacht, dass Glottis über den Abgrund gefallen ist, aber wir haben ihn doch wiedergefunden und er ist schon dabei, ein Schiff zu reparieren, mit dem wir vielleicht entkommen können. So, mal gucken, ob wir jetzt noch was finden. Können wir hier lang? Da waren wir noch gar In dieser nicht. Richtung gibt es nichts außer dunklen Wasser. Oh. Das ist doch. Ach, ich bin hier. Da ist unser. Legt euer Werkzeug nieder. Wir verkrübeln uns von hier. Mann, hätte ich mir nur von Terry das Buch zurückgeholt. Das ist hier doch richtig Unruhe stiften. Da, halt. Da. Legt euer Werkzeug nieder. Wir verkrübeln uns von hier. Okay. Mann, hätte ich mir nur von Terry das Buch zurückgeholt. Können wir uns von ihm den Meißel nehmen? Das ist doch. Aber. Geppetto hat sich mit seinen Werkzeugen wohl etwas übernommen. Ach, jetzt bin ich hier. Da komme ich nicht hin, ohne dass die Strömung mich über den Rand reißt. Okay. Was ist denn mit dem Typen hier? Das ist doch. Können wir mit dem reden? Geppetto, hä? Ja. Wer da? Gib mir den Meißel, der ist kaputt. Ich werde ihn austauschen. Oh, du bist es. Oh, ich sollte. Sieh dir meine Augenbrauen an. Was? Ja. Ja, du hast an einer sehr gefährlichen Stelle gestanden. Tja, da stehst du jetzt auch gerade, Amigo. Was? Genau. Entspann dich. Bald verkrümeln wir uns von hier. Wir? Wir werden nirgendwo zusammen hingehen. Ich arbeite solo, mein Freund. Und ich gehe allein. Okay. Mit ja. Ohren. Können wir den haben? Dies hier ist ein schnurloser Hochgeschwindigkeitsschlagmeißel. Und sieh her, es ist ein Alleszerkrümler. Für gewöhnlich geben sie sowas nicht den Neuen. Was? Wie bist du denn an einen Alleszerkrümler gekommen? Ich habe gute Beziehungen. Und ich hatte Beute zum Tauschen. Tauschhandel ist hier draußen am Riff das Zauberwort. Okay. Beute? Genau. Woher hast du denn Beute? Sie liegt überall auf dem Meeresgrund. Schmuck, alte Münzen, ihr mit euren schicken Schiffen könnt das ja nicht wissen, denn ihr nehmt euch nie die Zeit, mal nachzusehen. Ja. Genau. Gib mir was von der Beute und ich kaufe uns frei. Ich habe alles für dieses Schätzchen eingetauscht. Oh, Mist. Du hast Schmuck und alte Münzen gegen einen Elektromeißel eingetauscht? Es ist ein Alleszerkrümler. Ja, als ob. So. Dieser Meißel sieht etwas übermotorisiert für dich aus. Übermotorisiert? Für Geppetto ist nichts zu Okay, sagen. Wahrscheinlich Wenn du meinst. Gibt er uns den nicht, ne? So. Ich möchte etwas tauschen. Genau. Nun, da bist du an der richtigen Stelle. Was soll's denn sein? Eine Waffe. Genau. Eine Waffe. Oh, das kostet dich aber einiges. Was hast du zu bieten? Meine Sense. Du willst dich von deiner Sense trennen? Ja, das stimmt schon. Nein, wenn du was zum Tauschen willst, dann komm zum alten Geppetto. Ist absolut fair. Okay. Können wir nochmal mit ihm reden? Wer da? Was? Tja, ich habe noch eine Menge Ledermeißel. Verkrümel dich bitte. Okay, können wir nix? Können wir nicht den kleinen Hammer tauschen? Vielleicht müssen wir ihm das zeigen, um zu tauschen. Yo, Pito, hast du schon mal einen echten Steinhammer gesehen? Einen Steinhammer? Nein, noch nie. Aber Junge, den würde ich gern mal ausprobieren. So, kriegen wir jetzt den Meißel dafür? Oh ja. Ehrlich, kleines Hämmerchen. Du bist okay. Das ist ein Alleszerkrümler. So, den stecken wir auf jeden Fall schon mal ein. Geschrei. Okay. Wie bist du denn an einem? Ich habe Grund, ich Können wir noch mal was mit ihm tauschen? Ich möchte etwas tauschen. Nun, da, was soll's denn sein? Ein Drink, ein Handtuch, ein Schiff. Ein Handtuch. Ein Handtuch. Hey, du bist wohl ein kleiner Witzbold.
Ja, okay, das wissen wir ja schon. Ein Schiff. Kommen wir nicht schon wieder mit? Warum quälst du mich so? Du weißt doch, dass ich... Okay, ja. Ja. Wie wär's mit einem netten paar Seidenstrümpfen? Ah, das ist ein begehrtes Produkt. Okay. Ich könnte dir vielleicht sowas besorgen, aber... Du könntest das gar nicht bezahlen. Okay. Gib mir noch ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Zeit? Das ist die einzige... Okay, wir machen es nochmal. Okay. Hör mal, du willst doch sicher nicht, dass der große Krake sieht, wie du ein Schwätzchen hältst, oder? Oh, Junge, du hast recht. Okay. Dann... Legt euer Werk, wir verkrübeln uns von hier. Anker. Oh, rostiger Anker. Nur ich... Nee, da bin ich nicht weitergekommen, ne? Bringt das irgendwas? Nee, ne? Wenn ich hier bin, das bringt gar nichts. Der läuft von alleine. Oh oh. Erfasst mich jetzt die Strömung? Wo nimmt die mich denn hin? Ach, jetzt bin ich hier, okay. Ich gehe mal runter und zeig den Zerkrümler mal Glottis. Vielleicht kann er damit was anfangen. Ist der das? Ja. Guck mal hier, brauchst du sowas? Hey, kannst du das hier gebrauchen? Ja? Damit hätte ich sie auf jeden Fall leichter aufgekriegt als mit meinem Kopf. Ja, zu spät. Okay, braucht er nicht. Nee, dann brauchen wir das anscheinend. Weiß nicht, was wir zerkrümeln sollen. Ob wir vielleicht an den Strand nochmal gehen? Möchte ich nicht an den Abgrund. Nicht gerade jetzt. Okay, also das können wir jetzt hier nicht machen. Wie wäre es denn, wenn wir... Ich könnte vielleicht die Käfigtür aufmachen, ne, mit dem Alistair-Krümler. Oder ich könnte den auch in diesen... Was? Jetzt war die Kugel wieder da? Aber die war ja vorher nicht da. So, dann fahren wir einmal rum. Das wird bestimmt später nochmal wichtig. So, können wir hier runtergehen? Ja. Können wir den da reinschmeißen? Dann geht alles kaputt. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Okay. Also das klingt tatsächlich, als würden wir Domino da reinschmeißen am Ende. Hä? Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Okay. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Okay. Was? Was ist denn jetzt los? Hä? Moment mal. Liegt das Teil jetzt da rum? Ja! Hat das irgendwas gebracht? Das, ich weiß gar nicht, warum das passiert ist. Anscheinend wieder die falsche Taste gedrückt. So, sagt uns das was? Das Ding sieht schwerer aus als mein letztes Schiff. Das ist kein tragbares Gerät. Okay, können wir es zerkrümeln? Irgendwas passiert, ja. Der Kran ist kaputt. Okay. Jetzt verstehe ich, warum sie dem neuen diese Meißel nicht geben. Das ist kein tragbares Gerät. Okay. So, jetzt ist schon mal der... Ist hier irgendwas aufgetaucht jetzt dadurch? Nö. So, auf jeden Fall ist der Kran jetzt kaputt. Wo ich nicht sicher bin, ob das was Gutes ist oder nicht. Gucken, ob wir jetzt hier überhaupt noch wegkommen. Fahren tut er noch. Oh ja. So, was passiert, wenn wir den bedienen? Aha! Sehr gut! Warte mal.
Holen wir die Kette wieder ein. Ja! Okay. Das war sehr gut. Können wir den hier vielleicht noch runter machen? Yeah! Können wir jetzt auch nochmal runtergehen? Okay, was passiert, wenn wir aussteigen? Nee. Da ist jetzt ein Riesenloch. Aber ich will das Loch angucken. Ich will wissen, was da drin ist. Kann man da nicht reingucken? Warum nicht? Ich wollte da gerne reingucken. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal was geschafft. Naja. Oder liegen die Dinger jetzt am Strand rum? Das wäre ja auch noch ein Trick. Da sind sie. Müssen wir Domino da nicht da reinschmeißen? Hat er nochmal Glück gehabt? Können wir die zerkrümeln? Vielleicht, wenn ich Locken in ein stählernes Riesenhaar machen wollte. Ja. Das wollen wir vielleicht nicht. So, hier. Die leiden bereits genug. Denen muss ich nicht alles zerkrümeln. Warum hat er das so komisch gesagt? Die leiden bereits genug. Denen muss ich nicht... Okay. Vielleicht, wenn ich Locken in ein stählernes Riesenhaar... Okay, das war mit X. Was ist mit Kasten? Ich kann kaum glauben, dass ich es getötet habe. Hä? Okay. So, dann fahren wir jetzt mit dem mit dem Kran rüber. Huch! Okay, wo sind wir denn hier? Warum können wir das? Nee. Okay, das bringt anscheinend nichts, wenn wir das hier machen. Obwohl es ja schon verdächtig ist, dass wir das hier mittendrin machen können. So, und jetzt runter damit. Ganz genau. So, wenn wir jetzt beenden. Da geht das Ding runter. Glottis! Wir kommen! Aber wahrscheinlich haben wir jetzt noch keine Möglichkeit, dieses Teil da anzubringen. So. Oh. Nee. Hier ist keine Kette. Ich glaube, dieses Schätzchen ist unsere Fahrkarte nach Hause. Na? Oh, gute Idee. Ich habe einfach so aus Spaß... Okay. Hier kommt die Kette noch nicht an. Was passiert denn? Noch näher möchte ich... Wenn wir jetzt dieses Band umdrehen, können wir denn das Schiff hochziehen? Boah, der schwimmt aber langsam, meine Herren. So, hier runter. Los. Jetzt drehen wir die Richtung um. Zack. Nee. Da geht ihr einfach nur zurück, das bringt ja gar nichts. Das war der Trick! Oh nein, das war der Trick! Nein, den wollte ich gar nicht hin. Ich wollte wieder hoch. Was für ein Trick! Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Jetzt können wir das Schiff hochziehen, ne? Komplett. War das doch sinnvoll, dass wir den Kran kaputt gemacht haben? Ja! Glottis! Ich kann nicht glauben, dass du es wieder flott gemacht hast. Das war noch der einfache Teil. Schwieriger wird's, das Korallenriff da draußen zu zerkrümeln. Ein riesiges Korallenriff zerkrümeln. So, so. Wie der Zufall so will, habe ich am Strand einige Dinge entdeckt, die dich interessieren könnten. Aha. Oh ja. Damit wird's garantiert gehen. Gib mir eine Sekunde zum Nachdenken. Okay. War das doch gut. So, Glottis ist jetzt schon mal beschäftigt und hat eine Idee. Ich möchte ihn nicht stören. Er denkt nach. Okay. So, die Dinger haben wir auf alle Fälle. Das ist kein tragbares Gerät. Okay, aber Glottis vielleicht schon.
So, können wir jetzt zum Schiff hin? So, das war ja schon mal gut, dass wir das hier rausgezogen haben. Ich kann nicht ohne die anderen an Bord gehen. Ja. So, wir haben natürlich immer noch keine Waffe, die wir ihr geben können. Können wir ihm jetzt den Alistair-Krümler geben? Bringt das was? Hier, guck mal den an. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Okay. Ja, aber Moment mal. Jetzt haben wir jetzt vielleicht nur die Walzen angeguckt. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Okay, glatt, das wollen wir natürlich nicht zerkrümeln. Dann eine neue Strumpfhose. Die wollte er ja schon mal fast tauschen. So, holen wir die mal raus. Geh zum Mississippi. Hier. Ich sollte besser nur mit dem Oberschieber. Ich sollte besser nur mit dem Oberschieber. Ja, mit dem Oberschieber. So, ist das wirklich ein Produkt zum Handeln? Der kleine Meister scheint besser zu ihm zu passen. Okay. Hier. Hey, Chappy, sieh dir mal diese Strümpfe an. Yeah. Reagiert er gar nicht drauf, doch. Das ist ja reine Seide. Yeah. Ich trage sie schon die ganze Zeit. Du auch? Na dann, willkommen im Club. Okay. Meine erste Sprichpistole. Ist sie geladen? Oh. Hey, Munition ist schwer zu kriegen. Ja. So. Meine erste Sprichpistole. Kann ich damit irgendwas tun? Ohne Munition nützt sie mir wirklich nicht viel. So, dann gehen wir jetzt zu Matche und geben ihr die Waffe. Dafür haben wir es ja getauscht. So, das war ja leicht. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? So. So, komischerweise habe ich eine Waffe jetzt. Aus unerklärlichen Gründen. So, jetzt ist hier wieder das Theater, dass wir sie angucken können. Hier. Guck dir mal den an. Hier, was ist deine Beziehung schon ohne Vertrauen? Stimmt, deine Beziehung. Was? Auf einmal ist anderes Licht? So nutzlos wie eine Waffe ohne Munition. Hä? Du vergisst wohl, dass ein kluges Mädchen stets Ersatzmunition im Hut hat für raue Zeiten. Gehen wir. Mädchen, du weißt nicht was. Ich weiß genau, was ich tue. Beweg dich. Hä? Würdest du dir bitte erstmal meinen Fluchtplan anhören? Gibt es Unstimmigkeiten, Kinder? Du wirst uns sofort gehen lassen oder der Lakai ist erledigt. Als ob. Ich würde ungern gehen, Manny, aber die Dame hier scheint fest entschlossen zu sein. Hm. Ich meine es ernst. Kann ich hier wechseln? Er arbeitet eh nicht für mich. Aber ich, dann erschieße ich dich. Tust du nicht. Du bist so lieb, weißt du noch? Bin ich nicht so lieb, bin ich nicht mehr. Du hast es mir abgewöhnt, indem du mich hier eingesperrt hast. Ich Mist. Werde dich aus deinem billigen Jackett schlagen. Ich werde... Ah. Alles in Ordnung. Sie ist manchmal etwas hitzig. Okay. Aber für gewöhnlich beruhigt sie sich, wenn man sie über Nacht wegsperrt. Können wir mit ihm reden? Domino! Hey, Sportsfreund. Wie läuft's mit der Flucht? Okay. Was hast du ihr angetan? Ich hatte den Eindruck, sie braucht eine kleine, Auszeit. Das ist alles. Ich versuch dann mal weiter zu fliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Okay. So, das haben wir jetzt anscheinend erledigt. Können wir am Schreibtisch was machen? Mann, der Aschenbecher ist so extravagant, dass man Kaviar daraus essen könnte. So, sie ist bestimmt hier, ne? Abgeschlossen. Können wir die Tür zertrümmern? Das will ich nicht alles zerkrümeln. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Aber wo kriegen wir denn den Schlüssel her? Können die Kinder das... Es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ach, hier ist das Gefängnis. Domino, du lässt mich jetzt besser hier raus. Ich glaube, mir geht langsam die Luft aus. Ich warne dich, Domino. Das ist nicht komisch. Warum redet sie so laut? Ich kann nicht hören, ob es klickt oder nicht. Manny, wo bist du? Ich bin's, Matche. Ich glaube... Oh, warum schreit sie die ganze Zeit rum? Bibi! Vielleicht war die Kombination falsch.
Ich werde langsam sauer. Okay. Oh, ich wette, das könnte ich knacken. Ich warne dich, Domino. Wenn ich nur nicht meinen Gewerkschaftsausweis beim Pokern verloren hätte. Ich verspreche auch, dass ich nie... Geht es damit? Lass mich raus! Da kann man es vielleicht knacken. Hey, wo bist du? Hab wohl eine Leitung getroffen. Hopsi! Aber dafür habe ich das Innenleben freigelegt. Yeah! So, jetzt kann ich es angucken, während ich das knack. So, wie muss denn das aussehen? So? Können wir den letzten so mitdrehen? Ja. So, das sieht... Nee, das sieht nicht richtig aus. Ach, jetzt dreht der obere sich wieder mit, ey. Kriegen wir den jetzt auch so mit? Bestimmt. So, jawohl. Die sind gerade. Nee, ist ja zu weit, ne? Jawohl. Ja, die sind alle in einer Reihe jetzt. Und jetzt aber. Was? Nee. Oh, und ich hatte sie alle so hübsch ausgerichtet. So, das war jetzt die 18. Folge von Grim Fandango. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, wie man dieses beknackte Schloss aufkriegt.